Marie, jetzt hast du ja das mal mit dem Wissen von Theralogie kennengelernt. Wie ist es da eigentlich dazu gekommen, dass du das kennengelernt hast? Ah, das war eigentlich mein Mann. Der hat einen Arbeitsaustausch mit einer lieben Kollegin gemacht und dann hat er gesagt, du, für mich ist das nicht das Wahre, aber ich glaube, du musst das kennenlernen, und da hat er recht gehabt. Und wie lange ist das her? Das ist jetzt her, 1/3 Jahre, nicht ganz, 1,5 Jahre eigentlich erst. Das war kurz vor Weihnachten 2016. Und dann bist du einfach auf die Schulung gekommen. Dann habe ich eine Einladung bekommen für den Vortrag. Und das war dann total schwierig, den Termin zu organisieren. Deswegen bin ich auch, du erinnerst dich vielleicht, sehr knapp, fast ein bisschen zu spät aufgetaucht. Und dann habe ich gewusst, genau so ist es. Das will ich und das will ich lernen und das will ich auch irgendwann einmal unterrichten. Das war so, so klar. Ja, also die Begeisterung war in dem Moment so übergesprungen, ich weiß auch nicht. Und jetzt mit dem Wissen, was du jetzt gelernt hast, in den ganzen Schulungen, was ist so das, wo du sagen würdest, das ist das, was dich eigentlich jetzt so fasziniert oder wo du sagst, das ist den Rückschluss, den du für dich gefunden hast? Am meisten begeistert mich die Gesetzmäßigkeit, nach der ich arbeiten kann, gerade nach der letzten Schulung, wo so klar war, wie teste ich, dass ich mich auskenne, wo ich bin. Diese Sicherheit zu wissen, wo bin ich, auch wenn die Diagnose ganz für mich fremd ist. Und diese Gesetzmäßigkeit, die finde ich überall, in jedem Schritt, in allem, was der Klient mir erzählt. Und das finde ich so toll. Es ist logisch, kann sich dann das erklären. Und für mich auch fassbar. Und trotzdem ein Abenteuer. Also es ist eine Mischung, die ist super. Na, das freut mich. Jetzt hast du ja schon, denke ich, sehr lange jetzt Erfahrungen auch praktischer Art gemacht. Was sind so die praktischen Erfahrungen, wo du sagst, also das ist so dein persönliches Highlight? Mein persönliches Highlight, da gibt es mehrere von unterschiedlicher Sichtweise. Da gibt es einmal die glückliche ältere Dame, die ich an den Beinen behandelt habe und dann plötzlich ihre Arme bewegen konnte. Und dann rennt die runter bei unserer Stiege beim Eingang und kommt noch einmal herauf, um zu sagen, es ist von 10 auf 4, nein, es ist von 10 auf 2 in der Skala der Beurteilung, weil die das auch nicht verstehen konnte, wenn man bei den Beinen behandelt, dass sich die Arme bewegen. Das war so eine berührende Sache. Eine andere Geschichte war mit einem Kleinkind, das da so geweint hat und die Mutter so berührt war und diese Bindung zwischen Mutter und Kleinkind dann plötzlich da war, wo es um eine Geschichte gab von einer sehr schwierigen Geburt. Das war ein Erfolgserlebnis direkt in der ersten Behandlung. Und ein Highlight ist für mich auch meine eigene Geschichte. Also wo ich behandelt werde, wie es mir geht und welche Entwicklungsschritte ich gemacht habe. Also das würde ich so zusammenfassen. Das freut mich und dir macht es immer noch Spaß, damit zu arbeiten. Oh ja, riesig, riesig. Denn es ist wie ein Abenteuer. Man kommt hierher, hört die Geschichte oft ein bisschen schon am Telefon. Ich bin halt auch am Telefon oft neugierig und frage nach, sag einen Satz zu deiner Thematik. Und dann versuchte ich natürlich auch das, was ich gelernt habe, wie klingt das, wo kommt das her, wie hat sich die angehört, und dann sehe ich die Person, wie der reinkommt. Und natürlich liege ich ganz oft total falsch, weil der Körper in seiner passiven Beweglichkeit ja ganz anders mitteilt, als wir gelernt haben zu schauen. Und auch das mag ich an dieser Arbeit, dass ich alles, was ich weiß, zur Seite legen kann und anfange. Ich berühre den Menschen, ich bewege den Menschen und dann erzählt das. Und das mag ich. So, dass der Patient eigentlich immer verrät, wo was zu tun ist und wo der eigentliche Fehler die Ursache liegt. Und er errät es nicht immer über die Sprache. Da bin ich noch nicht so toll, dass ich das kenne, so wie du. Du siehst das im Gesicht. Aber ich kriege da schon Zusammenhänge mit. Und wenn sich das wiederholt, dann denke ich mir, der hat so gesprochen, der hat so gesprochen. Und ich brauche nur testen. Und das mag ich. Ja, dann. Das mag ich. Da sage ich dir danke, dass du uns daran teilgenommen hast, an den Sachen, die du für dich erlebt hast. Und wünsche dir weiter viel Spaß bei deinen ganzen aufregenden Fällen. Danke, werde ich haben. Dankeschön. Bitte. Und eine Frau hat mir erzählt, die hätte heute eigentlich am Nachmittag herkommen sollen, aber die musste ich verschieben. Und die war in einer physiotherapeutischen Behandlung über viele Jahre, weil der Arzt möchte ja gerne ein Knie operieren und die will aber kein Knie. Ja. Und jetzt haben wir schon gut gearbeitet und im Moment spürt auch der Arzt, da kriege ich kein Knie hinein bei der, und die ist in einer
in so einer therapeutischen Schwimmrunde. Und die Schwimmlehrerin sagt immer, du darfst da nicht mitmachen, weil das ist die Froschbewegung. Und dann schickt sie die immer raus und dann muss die draußen warten, um das Knie zu schonen. Und letztens hat sie gesagt, bin ich hineingesprungen und hat sie gesagt, und ich mache den Frosch. Und dann ist sie da in dem Becken geschwommen. Und die war so happy. Dann hat sie gesagt, ich habe das E-Mail nicht verstanden. Ich kannte ja die Geschichte nicht. Sie schreibt nur, liebe Marie, du bist die Beste, ich mache den Frosch und alle sind ganz scharf drauf. Aha, wirken lassen, am nächsten Tag zurückgerufen, wer ist scharf auf welchen Frosch? Und dann hat die die Geschichte erzählt, ich mache den Frosch und alle sind ganz scharf drauf. Immer das muss man nochmal hören. Ja, das liebe ich auch an meiner Arbeit, diese Geschichten. Wenn die dann zurückmelden und die verrücktesten Dinge miteinander kombinieren, sodass man sich nicht auskennt. Und das dann so eine Freude wird. Immer der scharfe Frosch, hast du das schon mal gehört? Das finde ich einfach toll. Ja. Das mag ich. Oder am Telefon, die rufen irgendwas hinein und die sagen, was ist denn da passiert? Und beim Nachfragen erzählt die dann, Wahnsinn. Das mag ich. Das mag ich. Das macht's aus. Das mag ich, ja. Und es ist ein Abenteuer. Das ist die Palette.